Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist Come to Coach, the first mobile academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Willkommen zum Podcast Come to Coach Radio. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder reinhört. Hier ist Norman von Markenrebell FM. Heute mit einer speziellen Podcast-Folge, denn neben mir sitzt im Podcast-Studio hier in Amorbach Michael Pieper. Hallo Michael. Hallo Norm. Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Vielleicht, um dich kurz vorzustellen, du bist Redakteur bei Markenkonstrukt, bist Diplompädagoge und Mediator. Genau. Und vielleicht kannst du selber noch mal ein bisschen was über dich erzählen und was natürlich super spannend ist, was macht ein Mediator? Ja, ich habe, bevor ich zum Markenkonstrukt gekommen bin, habe ich lange in der sozialen Arbeit gearbeitet. Da in ganz verschiedenen Bereichen, viel mit Jugendlichen, einen Jugendtreff geleitet, in Schulen unterwegs gewesen, viel so zu dem Thema soziale Kompetenzen gemacht und habe mich dann später auf den Bereich Mediation spezialisiert. Ja, ein Mediator ist ganz einfach gesagt ein Konfliktvermittler. Also ich habe dann wirklich in den unterschiedlichsten Konflikten vermittelt mit meiner Kollegin zusammen. Nachbarschaftsstreitereien, Ehestreitereien, Konflikte zwischen Mitarbeitern, Führungspersonal, alle möglichen Arten von Konflikten haben wir da mediiert. Bis Stress erprobt. Ja, auf jeden Fall, gerade in dieser Rolle dann ist es wirklich was anderes, weil ich habe auch im Vorfeld nochmal drüber nachgedacht, also wenn man selber Konfliktpartei ist, ist es was anderes, ne? Wenn man sich selber vielleicht ungerecht behandelt fühlt oder so. Aber in der Rolle des Mediators hat man halt einfach diese professionelle Einstellung, Haltung und geht dann auch entsprechend rein und kann dann auch zumindest phasenweise dann den Stress auch anders bewältigen. Ja. Das hat man ja oft, dass wenn man sich so zum Thema Kommunikation austauscht und wenn man so zwei Parteien haben, selbst wenn das beides Kommunikationsprofis sind, ja, fällt es denen natürlich selbst oft schwer zu schlichten und sind dann angewiesen halt auf Spezialisten, Experten wie du einer bist, mit dem Blick von außen, aber auch mit dem Verständnis für die Mechanismen, für die Methoden vielleicht auch, die man anwenden kann, um diesen Streit, diesen Konflikt zu lösen. Richtig, absolut. Also kann ich nur bestätigen, wie gesagt, also ich glaube, ich bin selber im Konflikt ein ganz schwieriger Kandidat, aber als Mediator wirklich ganz brauchbar. Also wenn ich das vielleicht an dieser Stelle sagen darf, ich erlebe dich und das finde ich super spannend. Wir haben viele tolle Gespräche geführt, sehr tiefgründige Gespräche, wo es dann auch so um Verhaltenspsychologie ging und eigentlich schon fast so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also es sind ja tatsächlich auch ein paar Themen, die das auch berührt. Und deswegen freue ich mich heute total auf unser Thema, denn unser Thema heute ist das Thema gewaltfreie Kommunikation, der Weg zu den eigenen Bedürfnissen. Ja, genau. Schön, ja. Ich freue mich auch und ich finde das auch ist ein ganz spannendes Thema und auch, man könnte sagen, aktueller denn je. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, diejenigen, die es nicht kennen, verbinden vielleicht, also der Begriff der gewaltfreie Kommunikation hört sich jetzt so, sieht jetzt so ein bisschen hippie-mäßig an, aber es ist wirklich eine ganz spannende Sache. Man könnte es auch vielleicht jetzt zeitgenössischer, weil es ist auch schon eine Methode, die es länger gibt, könnte man auch mit konstruktiver Kommunikation oder so übersetzen. Ne? Denn im Kern, sag ich mal, geht es einfach darum, wie ich mit meinem Gegenüber so kommuniziere, dass wir uns, ich sag mal, als Bild gesprochen, die Bälle hin und her spielen und nicht den Ball immer gegenseitig wegnehmen. Ja. Ne? Also einfach einen positiven Kommunikationsfluss zu erzeugen
Und das ist wieder, denke ich, in allen Lebensbereichen von Vorteil, ob es in der Partnerschaft ist, ob es im Beruf ist. Also ich würde es mal sagen, überall, wo Kommunikation ist, ist es auch sinnvoll, konstruktiv zu kommunizieren. Denn sonst, ohne jetzt schon wieder zu sehr ins Referieren zu kommen, denn sonst blockieren wir uns einfach. Und dann folgt Abwehrmanöver auf Abwehrmanöver, um mit Birkenbiel zum Beispiel zu zitieren. Und dann ist eine Blockade da und dann geht es nicht weiter. Und dann gerade jetzt zum Beispiel in Firmensituationen ist dann oft auch fängt dann an, oft eine Form von Sabotage stattzufinden, oder ich fange an, dem anderen vielleicht was zu unterstellen, was der gar nicht beabsichtigt, aber dann gehen so die Bilder los. Ne? Also es spricht vieles dafür, gewaltfrei zu kommunizieren, und vielleicht den Gedanken noch kurz. Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, das muss man einfach dazu sagen, nimmt den Gewaltgedanken sehr weit, fasst den sehr weit. Also Gewalt jetzt nicht nur im Sinne von Aggression oder auch verbaler Gewalt, sondern wirklich Gewalt wäre schon eine, ich sag mal jetzt zum Beispiel, eine abwertende Form von Kommunikation, wäre schon aus seiner Sicht Gewalt. Bevor wir da tiefer einsteigen, also man merkt schon, dass du mit Begeisterung und Leidenschaft zu dem Thema sprechen kannst und willst. Vielleicht ganz kurz noch das Intro. Grundsätzlich gehört der Kommunikation erstmal zu den elementaren Bedürfnissen der Menschen, um miteinander in Austausch zu treten. Ist jetzt keine wahnsinnige Neuigkeit. Ja, aber es ist immer gut, sich das mal zu vergegenwärtigen. Genau. Ja. Vielleicht im Bezug oder im Hinblick auf die gewaltfreie Kommunikation, ist es nicht letztendlich auch so der Zugang zu sich selbst in erster Linie, den ich habe, um so mit meinen Gefühlen und Emotionen in Verbindung zu treten? Vielleicht kannst du dazu vielleicht kurz noch was sagen. Ja, absolut. Im Grunde sprichst du jetzt schon mehr oder weniger, sag ich mal, den Kern auch dieses Konzeptes an. Denn da geht es einfach darum, um eine empathische Form der Kommunikation, also um sich einzufühlen auch in den anderen. Und dazu, denke ich, ist es genauso wichtig, auch über die eigene Gefühlslage und auch über die eigene Bedürfnislage Bescheid zu wissen. Also dass ich sag mal, das ist im Grunde vielleicht mal so die Grundvoraussetzung. Ne? Und was mir noch dazu einfällt, ist, dass als ich mich damit konkret angefangen habe zu befassen, ich darüber auch tatsächlich verstärkter noch angefangen habe, über eigene Gefühle, Bedürfnisse nachzudenken. Ne? Und auch losgelöst von Kommunikation, denn du hast auch gesagt, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, und ich finde, das ist wirklich ein ganz wichtiges Feld. Vielleicht sind wir, ich sag mal jetzt auch mal gerade jetzt noch, wenn man so alte Rollenbilder und auch der Mann, Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter, sind wir ja immer so ein bisschen auch stehen wir vor der Herausforderung, dürfen wir jetzt eigentlich Gefühle haben und zulassen und wie gehen wir damit um und so weiter. Ich habe nur immer gemerkt, dass wenn ich anfange, die zu unterdrücken, wird es hinterher doppelt schlimm. Also habe ich irgendwie sozusagen notgedrungen angefangen, mich damit zu befassen, so wie auch Rosenberg zum Beispiel immer sagt, auch irgendwann anzufangen, die Verantwortung auch für meine Gefühle zu übernehmen. Selbst die Verantwortung. Genau. Sie nicht abzugeben. Ja, genau. Genau. Und damit auch wieder Schuldige vielleicht. Ja. Mir geht es schlecht, weil der irgendwas mit mir gemacht hat. So, ja. Ne? Das wäre halt dann einfach und das wäre halt nicht verantwortungsvoll. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist auch so so eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Für seine Emotionen und Gefühle wirklich, wie du sagst, selbst die Verantwortung zu übernehmen. Weil oftmals ist es ja schon so, auch im Sprachgebrauch, ne? Ich fühle mich schlecht, weil du. Genau, ne? Ganz genau. Dass ich dann so auf diese Art und Weise anfange, ich zwar in Form von Ich-Botschaften in dem Moment spreche, ne? Das wäre ja wieder schon fast bei der Methodik, ne? Wie bringe ich das zum Ausdruck? Aber diese Ich-Botschaft, ja im Grunde die Schuld zuweist, ne? Indem ich sage, ich fühle mich schlecht, weil du. Ne? Ganz genau. Was ich auch noch einen spannenden Gedanken finde, ist so dieses Thema Kopf, Herz. Ja? Wie kann ich das formulieren? Wie kann ich es schaffen? Der Kopf ist ja, der Gedanke ist ja viel schneller
als die Wahrnehmung des Gefühls, die vom Herzen kommt. Mhm. Ja? Mhm. Also ich bin in einer Konfliktsituation, mhm, ja? Und in meinem Kopf passiert ja dann Feuerwerk, da passiert ja alles, da passiert Wut auf einmal. Ja. Ja? Und das ist ja eine ganz klare, ist ein Pseudo-Gefühl, mhm, ja? Was dadurch entsteht im Kopf, ja? Dass ich sage, ich werde gemobbt. Ist ja ein Pseudo-Gefühl. Aber im Herzen ist dann ein echtes Gefühl oder eine echte Emotion, die dann heißt, ich bin traurig. Ja. Also wie schaffe ich es in solchen Momenten, so den kühlen Kopf zu behalten und auch vielleicht auch zu einem späteren Moment, ja, auf so mein Herz zu hören? Ja, ich sag mal so, auf der einen Seite denke ich, es ist eine lebenslange Herausforderung, der man sich in irgendeiner Form dann annähern kann welche vielleicht auch mal besser und mal schlechter gelingt. Das ist wieder, glaube ich, oder nach meiner Erfahrung von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Und ich selber, wenn ich jetzt zurückblicke, habe schon so manches Mal gedacht, ich wäre schon in Anführungszeichen weiter. Aber dann hat sich vielleicht eine äußere Faktorenlage so verdichtet, dass mir genau das dann auch wieder passiert ist und ich total unreflektiert mich bedroht gefühlt habe und dann ganz unvernünftig, sage ich jetzt mal, aus diesen Pseudo-Gefühlen heraus reagiert habe. Ne? Aber um jetzt mal wieder konstruktiv zu werden, also jetzt zum Beispiel und auch um mit Rosenberg oder mit der gewaltfreien Kommunikation zu argumentieren, was man lernen kann, was man üben kann, ist halt sein Mindset. Wie du immer so schön sagst, ich finde den super, den Begriff, weil hier passt der auch sehr gut, sein Mindset so einzustellen, dass wir unterteilen zwischen Beobachtung und Bewertung. Sehr gut, ja. Also das ist, also wir schaffen es, glaube ich, nicht zu bewerten, aber wenn man es schafft, da so ein, das ist im Grunde ja so eine kleine analytische Zweiteilung. Wenn wir es schaffen, das auseinander zu kriegen, was man halt einfach üben muss, dann ist viel gewonnen, weil dann entsteht dieser kleine Spalt, der uns erlaubt, zum einen zu gucken, was ist dann da überhaupt auf der anderen Seite los? Und auch vielleicht uns selber zu fragen, müssen wir so reagieren oder steckt da doch was anderes hinter? Also um es mir jetzt konkreter zu machen, wenn jetzt ich mich immer mit jemandem verabrede und der kommt, ich fange mal anders an. Also ich habe mich jetzt verabredet und der Gegenüber hat sich verspätet und ich könnte jetzt so reagieren und sagen, du kommst immer zu spät für uns. Ja. Das ist jetzt, aber ich könnte auch sagen, vorwurfsvoll und verallgemeinert und ich hab sofort eine Bewertung mit drin. Durch immer und so ist sofort zack, bumm, Stempel drauf. So, ja, ich weiß aber jetzt zum Beispiel gar nichts über die Hintergründe, was ist da jetzt los und könnte ja jetzt versuchen, diese Teilung hinzukriegen und sagen, ich konzentriere mich jetzt auf die reine Beobachtung. Die Beobachtung ist, wir haben jetzt 2:50, sage ich jetzt mal, ne? Und wir haben uns um 3 Uhr verabredet und könnte dann, ne, das wäre sozusagen erstmal so die Beobachtung und könnte dann denken, okay, das ärgert mich. Ich merke, dass ich verärgert bin, weil du zu spät gekommen bist. Ne? Also jetzt wird es ein bisschen theoretisch, aber es ist jetzt gar nicht so leicht zu veranschaulichen. Ne? Also da habe ich jetzt diese sozusagen die Unterscheidung. Also ich habe es jetzt getrennt, die Trennung von Beobachtung und Bewertung. Ich könnte sagen, du, wir haben 2:50. Ich merke, ich werde ein bisschen ärgerlich, weil ich kriege dann vielleicht auch so das Gefühl, du gehst nicht wertschätzend mit meiner Zeit um oder so. Dann habe ich eine ganz andere Basis, als wenn ich sagen würde, hör mal, das ist jetzt das 10. Mal, dass du kommst immer zu spät und bin dann schon wieder im Vorwurf, bin dann schon wieder im Angriff und werde beim anderen wahrscheinlich dann jetzt keine Basis schaffen können, um konstruktiv mit ihm zu überlegen, wie, ne, oder ihn, ne, zu erfahren, was da jetzt genau los war und so. Du hast zwei ganz wertvolle Sachen gerade gesagt. Vielleicht können wir die nochmal so ein bisschen rausdestillieren und diese Essenz nochmal hervorholen. Und zwar das eine ist das Thema, wir werden immer wieder mit den Themen konfrontiert, für die wir noch keine Lösung gefunden haben. Du hast von dem inneren Ich gesprochen. Das sich ja immer wieder zeigt, ja, wenn für die Bedürfnisse, ja, in der Vergangenheit einfach noch keine Strategie gefunden wurde. Und so lange kommen diese Aufgaben halt immer wieder und wieder und wieder. Und bis du dich denen
Themen annimmst und sie anschaust und schaust, okay, ich nehme dich wahr, ne, und ich nehme diese Situation wahr. Ne. Ja. Also das war dieser eine wichtige Punkt. Und der andere wichtige Punkt, und das ist ganz interessant, vielleicht so eine kleine Story, im Tibetischen gibt es ja kein Wort für das Thema Feind. Mhm. Ja, also es ist quasi eine Bewertung der Sprache, weil jeder, der im Tibetischen, der dir begegnet, ob Freund oder Feind, völlig egal, ist ein Begleiter. Mhm. Ja. Und du bewertest erst durch die Sprache, ob es dein Freund oder dein Feind ist. Ja. Und bei denen gibt es halt das Wort Feind nicht. Und das fand ich auch ein schönes Bild dafür, was wir ja durch Sprache tun, ja. Was wir ja anstellen können damit. Ja. Erstmal mit unserer eigenen inneren Stimme, ja, und dann nach außen natürlich in unserem Gegenüber. Ja, ja, absolut. Also das ist genau... das finde ich, arbeitet Rosenberg auch total schön raus, weil er immer sagt, wir haben eine lebensentfremdete Sprache entwickelt, ne, die immer entweder auf Feindschaften von Feindbildern basiert. Das lernen wir halt einfach von klein auf. Ja. Und muss gestehen, ich habe auch noch mal kurz reingeblättert im Vorfeld in das Buch und da fand ich noch mal so spannend die Überlegung, dass er auch gesagt hat, weil das sind ja so kulturelle Fundamente, auf denen wir sozusagen ja auch funktionieren, dass zum Beispiel Cartoons oder auch Kindergeschichten, alles basiert immer darauf, dass Gut und Böse ja, genau. Und der Böse wird bestraft. Ja. Ne? Böse wird bestraft und in den Cartoons kriegt er dann noch irgendwie mit der Keule einen übergezogen oder keine Ahnung. Mhm. Also es ist auch immer oft mit Gewalt verbunden. Mhm. Gewalt wird also auch immer gerechtfertigt. Also es ist ein legitimes Mittel, weil er ist ja böse. Deswegen können wir den jetzt auch bestrafen, sozusagen. Mhm. Und so entsteht das, glaube ich, dann auch so ein kulturelles Bild. Und dann setzt sich das dann auch sprachlich fort und auch in unseren Denkprozessen. Und so sind wir immer zack, ganz schnell Feind, Freund, okay. Und das setzt sich dann sofort bis dahin, dass wir auch anfangen zu also ganz schnell zu verurteilen. Mhm. Ne? Weil du es gerade gesagt hast, ist ja immer auch so eine Ego-Perspektive oder auch eine Perspektive des Kollektivs. Ja. Genau. Jetzt ist es ja so, dass jeder Mensch per se mal angenommen werden möchte mit seiner Persönlichkeit. Ne? Das ist mal so das, sage ich mal, Urbedürfnis, was jeder Mensch. Ja. Man möchte gemocht werden. Mhm. Ich hatte es lustigerweise in einem Podcast mal das zum Thema, wie gehe ich eigentlich mit Leuten um, die mich kritisieren, ob konstruktiv oder destruktiv. Mhm. Was macht das in mir? Wie weh tut mir das eigentlich? Ne? Und was festzustellen ist, dass es oftmals nicht so erkannt wird, dass im Grunde man im Kollektiv eigentlich viel, wie soll ich sagen, ja, viel mehr so seine kommunikativen Fähigkeiten entfalten kann, wenn man ein Wir zulässt im Kopf und nicht so diese Ego-Perspektive. Mhm. Gibt es so für dich vielleicht auch aus deiner Tätigkeit als Mediator irgendwie Strategien und Methoden, wie ich mich gerade in Konfliktsituationen, wo es dann ja wo heiß hergeht, ja, wo ich innerlich vielleicht eine Wut oder einen Ärger aufbaut, ja, oder mich ungerecht behandelt fühle, wie ich in so einer Situation damit besser umgehen kann? Also wenn ich dich richtig verstehe, dann würde ich sagen, dass, also ich habe es halt so erlebt, wenn ich es dann schaffe, wirklich meine Gefühlslage dann zu äußern und auch im besten Fall Zugang zu meiner Bedürfnislage habe, wenn ich die aufdecke sozusagen. Mhm. Also immer wenn mir das gelungen ist im Konflikt oder in einer konfliktären Situation, dann war es zum einen erstmal sehr, fand ich, befreiend, also auch erleichternd. Und ich habe eigentlich immer beim anderen so eine Art Entwaffnung erreicht. Mhm. Weil dann kann der andere sozusagen empathisch andocken und ich denke, in der Regel sind wir eigentlich alle empathisch. Also würde ich jetzt mal erstmal, also mein Weltbild geht davon aus, dass eigentlich jetzt außer vielleicht, wenn ganz, naja, ich würde jetzt mal einfach sagen, da sind wir erstmal im Grunde alle empathisch und daran interessiert, als Spezies auch ne, reinzufühlen, was in dem anderen los ist. Und wenn ich das erreiche, also wenn ich jetzt wirklich sage, wenn ich das so höre, dann werde ich total wütend und dann fühle ich mich auch
fühle ich mich klein und nicht wertgeschätzt oder so. Mhm. Irgendwie sowas. Mhm. In der, dann glaube ich nicht. Also dann ist es in den seltensten Fällen nur so, dass der andere dann noch weiter jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen nachtritt oder so. Sondern dann merkt er, oh Mensch, das wollte der vielleicht gar nicht. Mhm. Wer will das schon? Ne? Nur jeder hat ja dann sozusagen seine eigene Strategie, im Konflikt umzugehen. Und wenn einmal sozusagen die Strategie Angriff ist, dann ist halt auch schwer, wieder zurückzurollen. Mhm. Und dann eskaliert es ja meistens. Aber das wäre so zum Beispiel eine Möglichkeit, die Eskalation zu unterbinden. Wirklich dann auch von der eigenen Gefühlslage zu. Es nimmt einfach dann so die Luft so raus. Dann auch, ne? Das Konfliktpotenzial. Und im Grunde muss gar nicht erst ein Konflikt eintreten. Auch was du davor gesagt hast, ist eigentlich immer vorteilhaft, sozusagen für sich selber, aber auch für die Umwelt zu verstehen zu geben, was die Bedürfnisse erfordern. Weil manchmal haben wir alle, glaube ich, so relativ dysfunktionale Strategien, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Also wir sind halt gar nicht damit mit verbunden. Und in der Regel ist es oft, wie du auch gesagt hast, also dahinter, denke ich, steckt oft der Wunsch, einfach geliebt, gemocht zu werden, auch wenn sich das kitschig anhört. Ich glaube, es ist einfach so. Oder so, davon gehe ich aus. Und wir wollen gesehen werden, wir wollen gehört werden, wir wollen wertgeschätzt werden. Ich sag mal, das unterstelle ich jetzt erstmal jedem. Und die Art und Weise, wie wir das aber erreichen wollen, die ist halt sehr unterschiedlich. Und kann auch dazu führen, dass es beim anderen gar nicht erkannt wird als solches. Und dann auch dementsprechend nicht berücksichtigt wird. Das finde ich auch einen ganz interessanten Satz. Ich habe gerade so ein paar Szenen auch in meinem Kopf einfach mal zugelassen, die ja, wo ich ja auch so in meiner Erfahrung erlebt habe, wie haben vielleicht Leute oder ich sogar selbst reagiert, im Außen wirklich zu sagen, es lag nicht an mir, es lag an dieser Situation, an diesem Menschen oder ne, also diese nach außen gerichtete Haltung, vielleicht entschuldigen für irgendwas zu finden, ja, anstatt bei sich selbst zu gucken. Und vielleicht können wir uns mal eine Zeitmaschine setzen, nochmal zurück so in die Prägungsphase des Menschen reisen. Denn was passiert als Kind? Wir schauen uns quasi von den Eltern ja das ab, was wir lernen. Also natürlich auch, wie geht man mit Emotionen um, wie geht man mit Wut um, mit Trauer, natürlich auch mit Fröhlichkeit und Lachen und so und dergleichen um. Aber wie begegnet man auch diesen hochemotionalen Momenten? Also wie löst man sie am Ende auch auf? Ne? Also nicht nur die Tränen per se, sondern wie schafft man es auch wieder ins Lachen gemeinsam zu kommen oder so. Und diese prägende Phase, ich meine, beschäftige mich ja jetzt dann als Vater damit auch. wie wichtig ist das aus deiner Sicht, auch immer mal wieder so in seine eigene Vergangenheit zu reisen, um vielleicht für die Gegenwart eine Lösung zu finden? Also das ist für mich so ein ambivalentes Thema. Auf der einen Seite denke ich, dass es schon auch wichtig sein kann, sich selber besser kennenzulernen, auch zu gucken, was war da los und auch in diesen Phasen. Aber dann auch wieder sich nach vorne zu richten und auch im Jetzt und Hier Entscheidungen dann zu treffen und daran zu arbeiten, wie verhalte ich mich jetzt und warum. Denn ich sag mal so, aus meiner Sicht ist, es musste nicht darauf hinauslaufen, aber oft gehen wir ja dann in so eine psychoanalytische Richtung, also ne, Eltern, Kind, was war da los und so weiter. Und dieser Ansatz und auch das Konzept dahinter und auch das Therapiekonzept, was bis heute sich daraus entwickelt hat, kann auch, sag ich mal, dazu führen, dass diese Geschichten dann sich immer weiter eigentlich so fortsetzen und gar nicht aufgelöst werden. Weil wenn ich immer mir selber die Geschichte erzähle von dem Jungen, der damals von seinen Eltern schlecht behandelt wurde und nie, wo zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wo die Emotionen nie gemeinsam angenehm aufgelöst wurden oder so, der immer unterdrücken musste, dann erzähle ich womöglich die Geschichte immer weiter. Und dann verändert sich nichts. Ne? Also wichtig wäre dann schon, mal hinzugucken, aber dann auch da abzuschließen und dann weiter nach vorne zu schauen. Dann auch zu sagen, okay, aber jetzt bin ich nicht mehr dieser, ne, der ich damals war. Weil diese Gefahr ist groß. Und ich habe selber viele Menschen erlebt, die, ich sag mal, da so ein bisschen hängen bleiben in dieser Geschichte, die sie sich immer wieder selber erzählen als Opfer.
als jemand, der unschöne Sachen, natürlich haben wir alle irgendwo unseren Rucksack zu tragen, und aber es geht dann halt darum, auch da auch wieder Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, jetzt habe ich da mal hingeschaut, kann sein, dass das so und so sich, aber jetzt gucke ich, wie es heute weitergeht, weil heute bin ich ein anderer, heute kann ich meine eigenen Entscheidungen treffen. Also da, das wäre für mich da an der Stelle wichtig. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es wichtig, in die Vergangenheit zu schauen, also wirklich mal meine Kindheit zu schauen, um vielleicht so Indikatoren zu finden für die Gegenwart, aber nicht mantrenartig immer wieder vorleben und sagen, was, wie geschlecht geht es mir, was habe ich da erlebt. Oder eigentlich, und das erlebe ich ziemlich oft, Begründungen zu finden, warum es mir in der Gegenwart schlecht geht. Ganz genau. Ja? Also dass ich sage, mir ging es in der Kindheit, ich habe das erlebt, das schlechte, negative, böse erlebt. Ja? Ganz genau. Vielleicht auch die Machtausnutzung vielleicht von Erwachsenen, vielleicht von Eltern, ja, weil die eine gewisse Macht auch auf die Kinder haben. Ja. Ich habe das erlebt und deswegen geht es mir heute so schlecht, ja, sodass ich eigentlich gar nicht mehr rauskomme. Richtig, genau so, genau das meine ich, weil das ist, da besteht die Gefahr, und ich sage jetzt auch mal so, dass sich da eine ganze Industrie mit beschäftigt, dass auch das so bleibt. Weil die profitieren davon, ob die jetzt Psychopharmaka verkaufen oder Therapiestunden in Rechnung stellen. Ne? Also, dieser, genau wie du es eigentlich gesagt hast, das ist wichtig, dass man dann auch da abschließt und sozusagen das Potenzial der Veränderung erkennt und wieder, da wären wir wieder bei diesem Verantwortungsthema, nicht wieder die Schuld beim anderen sucht und die Verantwortung da liegt, denn wir sind keine kleinen Kinder mehr, wir sind jetzt erwachsene Menschen, also haben wir auch die Verantwortung für unsere Handlungen und können auch unsere eigenen Entscheidungen treffen, die losgelöst von dem sind, was damals passiert sein mag. Sehr gut. Dann reisen wir mal wieder in die Gegenwart. Jetzt haben wir sehr stark so uns selbst in das Zentrum, in den Fokus gesetzt, so mit unserer Kindheit, wie sind wir aufgewachsen, was hat uns geprägt, bis hin zu dem, wo wir heute stehen, ne? Unsere Gefühle, unsere Emotionen wirklich anzunehmen, wahrzunehmen, auch wertzuschätzen, dass sie wert sind, gesehen zu werden. Jetzt gibt es ja diesen lustigen Satz, den man eigentlich schon fast umgangssprachlich sagt, so zum Thema, ich weiß schon, wie du dich fühlst. Also es ist ja eigentlich ja doch schon wieder eine so ein über jemandem stehen und zu sagen, erzähl mir nichts, ich weiß, wie du dich fühlst. Ja? Total. Und worauf ich hinaus will, ist so das Thema auch Wertschätzung der Emotionen und Gefühle seines Gegenübers. Ja, also oftmals lernen wir Leute vielleicht auch kennen, die einfach so eine Mauer um sich haben, die einfach die totale Coolness nach außen ausstrahlen und einfach sagen, ich gebe dir mein Inneres nicht frei, vielleicht weil sie keine engen Beziehungen zu einem haben oder weil man nicht so in einem engeren Kreis ist, ja, weil man eher so abgeschirmt bleiben soll. Wie begegne ich, vielleicht hast du da auch Erfahrungswerte oder Ideen, wie begegne ich Menschen, um auch deren Emotionen, deren Gefühle zu wertschätzen und gemeinsam dann vielleicht im Dialog anzuschauen. Also ich sag mal so, grundsätzlich denke ich, ist wichtig, dass man einfach erstmal jeden dann auch so akzeptiert, wie er sich jetzt präsentiert, denn auch da werden wieder Gründe, die wir vielleicht mehr oder weniger nachvollziehen können, dahinter stecken, warum jemand jetzt offen oder nicht so offen mit seinen Gefühlen umgeht. Ich habe nur so selber die Erfahrung gemacht, dass umso offener ich selber damit umgehe, mit meinen Gefühlen umgehe, umso mehr schaffe ich halt eine Basis, schaffe ich halt das Spielfeld, auch den anderen einzuladen, dann auch sich zu öffnen. Und ich habe da auf dem Feld lustigerweise, also kann ich glaube ich sagen, also ganz interessante Erfahrungen gemacht, dass auch Menschen, wo es dann steht, ja, der hat ja noch nie drüber gesprochen und so einfach, ne? Und immer so verschlossen. Aber das Bedürfnis haben wir, glaube ich, auch alle, da mal ein bisschen Luft zu uns zu machen oder auch da mal so sich wirklich auch ein bisschen zu öffnen. Und daher ist es gar nicht so schwer und eigentlich für jeden, denke ich, möglich, dass, wenn man selber sozusagen mit gutem Beispiel vorangeht, ist ja auch so eine blöde, aber ne, trifft es einfach, wenn man einfach selber sozusagen das Feld so öffnen und schaffen,
dann auch die Gelegenheit da ist, dann auch den anderen einzuladen. Mhm. Mehr kann man dann eigentlich auch schon nicht machen, weil alles andere ist, wie du sagst, dann würden wir schon wieder, also alles, was jetzt wieder auf so ein Gefühl von nötigend, ne? Oder sag mal, ne, komm, das, also es wäre schon wieder eigentlich kontraproduktiv, ne? Oder auch, würde ja auch nicht funktionieren, also das Verhalten. Genau. Genau. Und auch das, wie du gesagt hast, dieses, ich weiß schon ganz genau, das wäre ja wieder eine totale Unterstellung und würde ja den anderen schon wieder völlig daran hindern. Ich meine, vielleicht wird er dann noch sagen, nee, ist ganz anders oder so, aber es schafft keinen guten Nährboden sozusagen. Ne? Ich glaube, auch heute in der Zeit, wo alles so schnell geht, kennt man ja auch, wie geht's dir? Interessiert mich eigentlich gar nicht, was du darauf antwortest. Ich wollte einfach nur sagen, hallo. Genau, das sind so Floskeln. Also da ändern sich dann auch Sprachen und ich glaube, dieser Mangel an Zeit und sich auch wirklich so mit seinem engsten Kreis auch intensiver zu beschäftigen, eine Beziehung herzustellen, das schaffe ich ja nicht über Facebook. Ja? Mhm. Also meine 200 Buddies bei Facebook sind ja nicht meine engen Leute, zu denen ich eine Beziehung aufbaue. Das heißt, wo ich mir wirklich auch die Zeit nehme zu verstehen, wie geht es dem anderen. Ja? Mhm. Für mich vielleicht noch spannend die Frage an dich, wenn du mit diesem Mindset in ein Gespräch gehst, ja, und der Idee der gewaltfreien Kommunikation folgst und wie erleben dich die Leute oder wie erlebst du die Leute, besser gesagt, wenn dir eigentlich nicht so ein Mainstream-Gespräch jetzt kriegen, sondern mit dir so ein eigentlich außergewöhnlich Dialog auf einmal eröffnet bekommen. Also sie bekommen ja wirklich ein Angebot, sich selbst auch zu öffnen, weil du es ja, wie du gerade gesagt hast, vormachst. Mhm. Hast du das erlebt vielleicht? Also es kommt dann wirklich auch auf das Setting an und auch auf meine Rolle. Mhm. Also in der Mediation ist natürlich jetzt eine besondere Situation. Mhm. Und da ist auch oft so viel, da sind die Konfliktparteien so aufgeregt, dass die das gar nicht so bewusst wahrnehmen, sondern eigentlich eher diese Einladung dann eigentlich benötigen, damit überhaupt jetzt Kommunikation zustande kommen kann. Also wenn man erstmal überhaupt geschafft hat, je nach Stärke des Konflikts, dass dann zwei Konfliktparteien im Raum sitzen und man selber sozusagen dazwischen sitzt, das, also allein das kann manchmal schon dauern. Mhm. Dann in diesem besonderen Setting habe ich es eigentlich eher so erlebt, dass es auf keinen Fall in Frage gestellt wurde oder dass sie sich denken, was meinst du damit, sondern das schafft eigentlich erstmal sozusagen eine Grundlage, um ins Gespräch zu kommen und auch um zu entschleunigen. Das ist dann auch in solchen Fällen ganz, ganz wertvoll, ne? Weil dann kombiniert man zum Beispiel mit aktivem Zuhören, das heißt, ich würde dann nochmal kurz zusammenfassen und so weiter. Und dadurch kommt auch wieder Entschleunigung rein. Mhm. Die können sagen, ja, stimmt oder nee, stimmt nicht. Das und das meinte ich nochmal anders. Also dann hast du eine andere Grundlage. So, ansonsten würde ich jetzt mal so sagen, privat oder auch in anderen Situationen weiß ich jetzt gar nicht, inwieweit das bei mir so einfließt. Vielleicht so ein bisschen stellenweise versuche ich es ein bisschen mit zu berücksichtigen. Mhm. Oder zumindest auch, was du gesagt hast, dieses Du-Ich-Du-Botschaften oder so, dass man dann mal bei sich erstmal bleibt und zumindest nur beschreibt, wie es einem selber so geht. Mhm. Ja, und da sind dann die Reaktionen unterschiedlich. Also meistens mache ich positive Erfahrungen damit, dass es dann auch so, wie gesagt, eine Einladung ist oder dass es entwaffnet ist. Ich erinnere mich auch an Gespräche mit meinem alten Chef, den ich auf einmal so ganz weich wagend, also der sich dann auch zum ersten Mal auch geöffnet hat und so, ne? Also so ganz schön eigentlich, wo ich gedacht habe, guck mal jetzt, ich habe auch immer so auf cool sonst so, wollte auch ein guter Verhandlungspartner sein, wollte mich jetzt meine Interessen gut verkaufen, natürlich in so Gesprächen mit ihm. Und als ich dann mal total sozusagen aufgemacht habe und gesagt habe, Herr X, ich fühle mich so und so, ne? Schauen Sie doch mal, da hatte ich zum ersten Mal auf einmal eine super Beziehung zu ihm aufgebaut. Ne? Oder also da ging es dann los, dass er mich, glaube ich, auch mal richtig gesehen hat. Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass es dann vom Gegenüber, wenn jetzt, ja, es kann auch dann passieren, dass es mal so wahrgenommen wird, wie, was willst du denn da mit deinem Pädagogen gequatsche? Ne? Kann natürlich auch passieren. Ja. Ne? Also wenn da gar kein, ne? Oder vielleicht, wenn ich es nicht gut, oder wenn ich es nicht vielleicht dann auch nicht gut genug, was heißt gut, aber wenn ich es jetzt nicht optimal sozusagen eingebaut habe oder so. Ne? Ja. Ich weiß nicht, was das für ein Gong war, aber der Werbegong. Egal, bleib drin.
Das heißt, du würdest sagen, nur ich selber. Mhm. Da habe ich nur selber die Verantwortung. Natürlich besteht ein Einfluss, ein Zusammenhang, mhm. aber ich selber übernehme dafür die Verantwortung. Und ich habe ja dann wieder mehrere Wahlmöglichkeiten, eigentlich immer. Natürlich haben die Wahlmöglichkeiten unterschiedliche Konsequenzen, mhm. aber ich kann immer eine Situation verlassen. Ich kann immer sagen, ich möchte das so und so nicht mhm. oder so. Ne? Also ich bin nie eigentlich ausgeliefert. Mhm. Oder so versuche ich es zu verstehen. Ne? Und da sind wir wieder bei diesem Opferding. Also ne? Das, ja. Nicht der andere, sondern ich selber bin dafür verantwortlich, dass ich mich gut fühle mhm. und dass ich dem anderen auch zu verstehen gebe, wie es mir wichtig ist, dass man mit mir umgeht, damit ich mich nicht so oder so fühle. Oder ihm zu zeigen, warum ich mich so oder so fühle. Ne? Mhm. Gibt es auch einen schönen Spruch, nur wenn ich mich zeige, werde ich auch gesehen. Ja, ganz gut. Also auch mit der Emotion. Mhm. Ne? Also finde ich auch spannend. Lass uns praktisch werden. Mhm. Lass uns einfach mal schauen, vielleicht verschiedene Situationen einfach mal kurz skizzieren. Nehmen wir doch mal die Rolle Mitarbeiter-Vorgesetzte. Ne? Da mhm. haben wir ja schon mal eine Hierarchie eingebaut mhm. in dieses Ganze. Absolut. Und das, was du ja auch kurz angesprochen hast vorhin, was ja zu beobachten ist, ist, dass man ja, das ist auch jetzt wieder eine allgemeine Formulierung, mhm. aber dass oft irgendwie so ein Machtspiel stattfindet, ne? Dass man irgendwie eine gute Figur vor seinem Chef machen mhm. möchte und dass mhm. der Chef irgendwie klar machen möchte, hey, pass auf, die Entscheidung treffe ich. Ja? Mhm. Wenn hier ein Konflikt entsteht, wie begegne ich dem Ganzen? Ist dann ein guter Moment, über meine Emotionen zu sprechen und mich dem Chef im Grunde zu öffnen, authentisch zu sein, ja, und anzubieten, mit mir in diesen Dialog einzusteigen, oder wie löse ich so eine Situation? Also jetzt aus, ich denke schon, auch aus Mitarbeitersicht, aber auch aus, ich finde ja auch die andere Perspektive interessant, auch aus Chefsicht sozusagen ja. auch. Ja. Das ist dann auch spannend, glaube ich. Mhm. Weil das sind viele Mitarbeiter nicht gewohnt. Aber das schafft dann auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. Und natürlich, wenn ich ein Unternehmen führe, mache ich das nicht nur aus reiner Nächstenliebe und Selbstlosigkeit. Ich habe natürlich bestimmte Ziele, die ich verfolge, und bestimmte Interessen, und das ist auch leitend. Aber dennoch denke ich, tue ich gut daran, wenn ich zum einen wertschätzend mit meinen Mitarbeitern umgehe, und ich glaube, dass es leichter ist, eine positive Arbeitsatmosphäre und ein Gefühl der Wertschätzung zu generieren, wenn man selbst auch was von sich offenbart. Mhm. Ne? Weil das erlebe ich zum Beispiel selten. Also ich meine, ich stelle es mir auch nicht so leicht vor, mhm. weil ich kann mir jetzt auch nicht in jede Gefühls-, als Chef oder als Führungskraft in jede Gefühlsduselei verlieren. Mhm. Kann ich auch verstehen. Aber wenn einem das gelingt, da auch ein wertschätzendes Klima und auch mal vielleicht zu sagen, du, ich bin, also ich sage jetzt mal, das ist auch so eine Plattitüde, aber ich bin auch nur ein Mensch, oder auch ich möchte wertschätzen, oder auch ich möchte, dass das so und so, mhm. weil ich mich dann auch so und so fühle, schafft auch für die Mitarbeiter eine ganz andere, mhm. Ein ganz anderes Setting. Ne? Und dann, denn das ist, glaube ich, in jedem Falle wichtig, dann entsteht eine andere Motivation. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. In jedem Fall, ob in der Beziehung, Chef, Mitarbeiter, ich mache dann die zukünftigen Handlungen, meine zukünftigen Handlungen werden anders motiviert sein. Und zwar nicht aufgrund von Macht und Dominanz oder Unterdrückung, mhm. sondern aufgrund von Einsicht mhm. und Verständnis. Und wenn ich ein verständnisvolles Klima auch als Chef erzeuge, dann werden meine Mitarbeiter besonders loyal auch sein und das gerne machen. Ich glaube, dass es auch eine wertvolle Führungsqualität ist. Mhm. Ne? Also wenn ich mich wirklich dafür entscheiden kann, mhm. gewaltfrei zu kommunizieren mhm. oder auch empathisch meinen Mitarbeitern oder Kollegen gegenüberzustehen, dann ist es, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung für alle Beteiligten. Ne? Das ist dann die berühmte Win-Win-Situation, absolut. Die da entsteht. Ich stelle es mir nur sehr schwierig in der anderen Richtung vor. Mhm. Also wie schaffe ich es? Wahrscheinlich schaffe ich es nicht als Mitarbeiter, wenn ich einen Chef oder einen Vorgesetzten habe, der seine Macht missbraucht. Mhm. Ne? Dann wird es auf jeden Fall schwierig. Dann wird es ja. sehr schwer, ja. Mich emotional da mhm. auch zu entblößen. Ja. Ja? Ja. Aber angenommen,
ich könnte denjenigen erreichen, was könnte ich tun irgendwie oder wie könnte ich dieser Situation begegnen, dass ich vielleicht meine Position, in der ich bin oder meine Situation, in der ich bin, irgendwie authentischer erleben kann, als irgendwas zu spielen. Ja. Also wie gesagt, wenn es irgendwie möglich ist, kann man wirklich nur versuchen, das also wirklich umzusetzen und einfach mal es drauf ankommen zu lassen und zu gucken, was passiert. Also was passiert jetzt bei dem, wir malen jetzt mal da diesen machtbesessenen, in Anführungszeichen, bösen Chef, der immer nur, der eigentlich, ja, der mich ausbeutet, keine Ahnung. Mhm. und ich jetzt aber wirklich mal sozusagen mich ganz vermeintlich schutzlos jetzt mich ihm ausliefer und sag, du oder sie, ich fühle mich so und so, mir geht so und so dabei. Ja. Ne? Ich weiß nicht, was dann passiert. Es kommt jetzt auch ein bisschen auf die Situation an, aber was kann uns im schlimmsten Fall passieren? Das ist auch, da fällt mir wieder ein, das ist was wir schon öfter drüber gesprochen haben. Was, das ist ja immer eine gute Strategie. Was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Ich glaube, was uns oft hindert, diese Art der Gefühl, dieser gewaltfreien Kommunikation zu leben, ist, dass wir das Gefühl haben, wir wären schutzlos oder wir wären hilflos oder wir würden uns was vergeben oder wir würden schwach wahrgenommen werden. Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt. Auch wenn ich selber selbstkritisch gucke, aber gibt's häufiger so einen Moment in mir, der dann denkt, nein, dann bist du schwach, wenn du jetzt Gefühle zeigst und Dingens und so. Aber dann zu verstehen, dass das keine Schwäche ist, sondern eine Stärke. Mhm. Und aus diesem Gefühl der Stärke rauszuhandeln, ist eigentlich, sage ich jetzt mal, wird nicht immer, aber häufig auch dann belohnt. Und es zeigt sich ja, dass es eine Stärke ist, weil es die wenigsten können, sich trauen, viele Angst davor haben. Und ich glaube, es ist einfach Mut, das zu offenbaren, ne? Und dann wirklich auch so zu agieren. Ja, absolut. Ja. Genau, das ist mutiger vielleicht, als alles zurückzuhalten und zu verstecken. Ja. Und Konflikten was aus dem Weg zu gehen. Aus dem Weg zu gehen. Ja, ja. Und was halt einfach auch, also wie vorhin schon angedeutet, ich glaube, jedes unterdrückte Gefühl sucht sich dann irgendwo einen Weg. Das kann ganz unterschiedliche, also aus meiner Welt sich ganz unterschiedliche Wege gehen. Und ich würde jetzt mal eine These aufstellen, man muss da vorsichtig sein, aber dass viele Krankheiten auch so beeinflusst sind, sage ich jetzt mal. Ja. Michael, lass uns doch noch mal ganz konkret über Methoden sprechen. Also welche Methoden kannst du uns nennen? Also wie kann ich gewaltfreie Kommunikation tatsächlich anwenden, so in meinem täglichen Leben, meiner täglichen Kommunikation mit Menschen? Also wie auch vorhin schon gesagt, also es ist jetzt auch nicht so, dass man das mal eben lernt. Das geht mir leider auch nicht so und es dauert einfach. Ich würde zum Beispiel wirklich empfehlen, wenn man sich jetzt genau damit ein bisschen beschäftigen will, dass man sich dann zum Beispiel auch wirklich mal ein Buch holt, mal ein Seminar macht und sich das mal echt ein bisschen genauer anguckt. Das braucht einfach, ne? Weil wir sind so konditioniert, wir sind so in unserer Kultur und in so einem Sprachgebrauch so fest verwoben, dass es dann schon wichtig ist, also dass es dann einfach dauert, um solche Muster aufzubrechen und sozusagen umzuprogrammieren. Ne? Aber jetzt mal so von den Ansätzen her, was wir auch vorhin schon kurz gesagt haben, wenn ich jetzt in Gesprächssituationen einfach mal versuche, jetzt immer dran zu denken, jetzt mal bei mir zu bleiben, vielleicht nicht sofort immer den Schuldigen beim anderen, also im anderen zu suchen. Meine alte Kollegin hat immer gesagt, nicht immer mit dem Finger auf der Brust des anderen sozusagen. Also du bist derjenige, der immer, ne, das fand ich immer so als Bild ganz gut, also dass ich wirklich diese Ich-Botschaften sende und sage, ich bleib bei mir. Ich nehme auch das Gefühl zu mir, ja, also das, was gerade dazwischen ist, vielleicht so an sich nehmen, anzuschauen und nicht wegzuschieben. Genau. Und einfach immer mal wieder versucht, in sich so reinzuhorchen und ruhig das auch zu mit ins Gespräch einzubinden. Also auch meine Kollegin, also von der habe ich viel gelernt früher, auch so in der sozialen Arbeit, so ganz praktisch. Und die hat dann immer so, auch wenn wir untereinander oder in einer Teamkonferenz oder so, dann hat sie mal gesagt, also ich merke, wie ich jetzt richtig ärgerlich werde. Aber dann war allen klar, was vor sich geht. Und sie hat nicht gesagt, ihr macht mich ärgerlich oder so, sondern man hat gemerkt, okay, da geht jetzt so was vor sich. Ja.
und konnte auch dementsprechend reagieren. Also das so, ne? Einfach mal zu sagen, du, ich merke jetzt, jetzt geht's mir nicht gut, wenn wir, ich weiß noch nicht warum, aber dann ist man raus erstmal. Dann schafft man einen Spalt und kann auf ein anderes Gleis vielleicht kommen, weil sonst geht's ja manchmal, das kennen wir ja auch alle in Konflikten, ganz schnell. Ja, ja. Wenn einmal ein Wort das andere, dann zack, 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 dann entsteht so eine Eskalation und dann, wenn die Spirale einmal in Gang gesetzt ist, dann umso höher die so taktet, umso schwieriger wird es halt dann auch so rauszukommen. Deswegen ist immer gut, frühzeitig versuchen, dann mal ein Gefühl zu beschreiben, eine Ich-Botschaft zu senden, zu überlegen, was, also das ist ja auch diese gewaltfreie Kommunikation, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich? Und auch den anderen zu fragen, was brauchst du eigentlich? Mhm. Also um jetzt weiter konstruktiven Gespräch führen zu können oder jetzt übergeordnet zu sagen, was brauchst du eigentlich, um damit wir beiden zusammen in Zukunft konstruktiv arbeiten können? Was brauchst du da von mir? Ja, vielleicht braucht der andere einfach, oft sind die Sachen gar nicht so unterschiedlich, nur wir interpretieren sie unterschiedlich. Also dann wirklich einen Abgleich zu machen, von was brauchst du? Ja, ich brauche einfach jetzt eine Orientierung, ich brauche, ne, keine Ahnung. Das ist übrigens eine richtig gute Frage, das ist ein richtig guter Move. Also wirklich dem Gegenüber zu involvieren, zum einen in die Gefühlswelt, aber zum anderen wirklich auch das abzuholen, die Antwort abzuholen, ja, wirklich zu sagen, hey, was brauchst du? Was brauchst du? Damit bist du ja auch sofort auf der Bedürfnis. Brauchen, Needing ist sofort das Bedürfnis. Ja. Und dann muss man manchmal vielleicht dann, ja, gute Frage, was brauche ich denn eigentlich? Ja, genau. Ist vielleicht gar nicht, aber das sind so zum Beispiel so kleine Hacks, sage ich jetzt mal, wie man vielleicht dann so vorgehen kann und alles andere ist, denke ich, dann schon einfach Bedarf der Übung, wenn man sich da jetzt weiter befassen will, aber alleine diese Sachen, Ich-Botschaften, eigene Gefühle beschreiben, zu erfahren, was fühlt der andere, was braucht der andere. Also wenn einem das gelingt, ist dann schon, glaube ich, eine super Grundlage da. Ja. Michael, die Zeit ist fortgeschritten und ich glaube, wir kriegen das komplette Thema nicht in eine Podcast-Folge reingequetscht. Nein. Ich würde vorschlagen, habe mir gerade überlegt, lass uns eine zweite Folge machen. Sehr gern. Wie das Thema gewaltfreie Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung sich abspielt. Jetzt haben wir ja über grundsätzlich mal Kommunikation zwischen Menschen, die natürlich face-to-face, aber auch digital stattfinden kann. Ja, und vielleicht können wir dort einfach nochmal eine eigene Folge aufnehmen. Hat mich auf jeden Fall total gefreut. Jetzt würde ich dir das Schlusswort übergeben und dich einfach fragen, hast du noch so ein Hack, wie du so schön gesagt hast, ein Hack, ein Tipp für unsere Zuhörer, zum Thema gewaltfreie Kommunikation, den man sich einfach so mitnehmen kann und sofort umsetzen kann. Puh, ja, im Grunde habe ich die jetzt gerade mein Pulver schon ein bisschen verschossen. Ja, da gibt es noch einen besonderen. Den jetzt, der liegt auf jeden Fall jetzt nicht so oben auf. Ich sag mal so, ich denke einfach, was ganz wichtig ist, was ich mir auch versuche selber immer zu sagen, ist, dass glaube ich, keiner einem eigentlich was will, sondern dass wir mal einfach davon ausgehen können, dass alles okay ist und dass wir alle dasselbe wollen. Mhm. Und in dieser Haltung, also einfach mal, wenn man so einen Geist vielleicht mal versucht zu entwickeln, ne, dann lässt sich auch angenehm kommunizieren. Und genau so lassen wir das stehen. Michael, danke, dass du da warst. Sehr gerne, jederzeit wieder. Genau, wie du schon gesagt hast, also es ist sehr umfangreich, deswegen ich muss jetzt mal die Klappe halten und vielen Dank für die Einladung. Ach, jederzeit gerne. Vielen Dank. Danke, Michael. Ciao. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.come2coach.academy und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens, wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann erzähl anderen von Come2Coach und gib uns eine ehrliche Bewertung bei iTunes für diesen Podcast. 50% des Profits von Come2Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke. Bleib in Bewegung und denke immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.